Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es um die Leica SL3. Endlich ist sie da und ich will euch heute nur ganz kurz die Kamera vorstellen und warum ich sie habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Gleich vorweg, keiner muss die Leica SL3 kaufen. Die ist natürlich auch nicht gerade billig. Und also Preisdiskussion einfach mal weglassen. Denn es gibt bei Leica immer noch keinen Kaufzwang. Und jeder kann die Kamera kaufen, die ihm am liebsten ist und die zu dem jeweiligen Budget passt. Letzte Woche habe ich gesehen, die Kamera ist rausgekommen. Ich bin dann gleich auf den Online-Shop und habe geguckt und habe gedacht, jetzt oder nie, weil wer weiß, wie die Wartezeiten sind. Ich habe damals schon auf die Q3 so lange warten müssen. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert. Ja, die war auch nach anderthalb Stunden nicht mehr verfügbar. Das ist heute noch so. Und ich bin gespannt, wann es die Dinger wieder ganz normal zu kaufen gibt. Ich meine, sie sind ja nun nichts Außergewöhnliches oder so super Sonder, was Besonderes, sondern es ist eine ganz normale Kamera, die eben von Leica kommt. Und wer Leica mag, der wird sich sowas halt auch kaufen. Ganz kurz, warum habe ich die SL3 gekauft? Ich habe ja die SL2 schon gehabt und ich habe, oder die SL2-S. Und ich habe immer mich geärgert über den Autofokus beim Video, weil ich wollte die Kamera für folgende Fälle. Wenn ich nur eine einzige Kamera mitnehmen kann und ich ein Video drehen muss und Bilder machen will, dann kann ich meine Sony nehmen, die da gerade filmt, aber die hat nur 12 Megapixel. Ich meine, die Kamera hat lange durchgehalten, 5 Jahre mittlerweile, über 700 Videos. Das macht die alles super, aber 12 Megapixel, ja, es sind nicht immer in jeder Situation gut genug. Ich kann nicht immer dicht genug ran an bestimmte Dinge und da hat mir immer ein bisschen was gefehlt. Ich habe es versucht mit der Q3, aber das ist, das war irgendwie nicht meins. Und die SL2, habe ich auch versucht, die ist für Foto super, ganz ehrlich. Und 24 Megapixel reichen in den meisten Fällen auch. Aber ich arbeite ja auch damit und ich brauche manchmal auch ein paar Megapixel mehr für meine Aufträge. Und da kommt dieser große Sensor von der SL3 gerade wie gerufen. Die kann jetzt beides, die kann jetzt Video und ordentliche Fotos machen und das ist der Grund, weshalb ich die Kamera habe. Das ist der einzige Grund. Natürlich gefallen mir an der Kamera ein paar Dinge und ein paar Sachen sind auch verbessert worden gegenüber der SL2 oder der SL2S, die ich ja hatte. Und ich bin da ganz zufrieden. Nur eine einzige Sache gefällt mir nicht und das Klappdisplay, das lässt sich halt nur schwenken. Und wenn man alleine filmt, dann muss ich immer wieder das Handy aus der Tasche nehmen und meinen Standort einmal prüfen. Das ist nervig, das habe ich schon bei vielen anderen Kameras gehabt und auch angemeckert. Das ist bei der Sony, die 5 Jahre alt ist, auf jeden Fall besser. Ich muss sagen, Leica hat sich Mühe gegeben. Die Form ist nicht so viel anders, aber ist ein bisschen kleiner, nicht mehr so schwer. Sie ist also ein bisschen leichter geworden. Und der Griff ist gleich groß oder sogar ein bisschen anders noch geformt. Er trägt sich genauso gut wie eine SL2. Und das finde ich in Ordnung. Ne? Also das ist so das, was ich mag. Andere Kameras kann man auch gut festhalten, aber das ist jetzt nicht so, dass irgendwas schlecht wäre. Also ganz normal, alles schön, alles okay. Auch das obere Display ist super. Das kann ich ab und zu, gucke ich da auf die Blende, welche habe ich eingestellt, weil hier ist ja nichts dran vorne, jedenfalls bei den einfachen Objektiven. Und ich bin das ja gewohnt, auf das Objektiv zu gucken durch meine Leicas. Und da muss ich irgendwas sehen und da sehe ich das hier auf dem kleinen Display und das ist in Ordnung und das reicht mir auch aus. Ich habe das hintere Display ja meistens ausgeschaltet, es sei denn, ich mache so Landschaftsfotografie oder irgendwelche Dinge in Räumen oder sowas, wo ich jetzt nicht unbedingt mal durch den Sucher gucke. Ansonsten gucke ich eigentlich immer durch den Sucher, weil ich natürlich dann keine Brille brauche. Ich kann dann einfach durch den Sucher gucken, habe mir die Dioptrie eingestellt, das geht auch alles super einfach. Und der Sucher selbst ist auch wirklich sehr gut. Also kann man nicht meckern. Der ist wirklich völlig ausreichend und mir gefällt der sehr. Bis auf die 3 Knöpfe hier hinten sind alle Knöpfe wieder unbeschriftet. Das ist auch ganz gut, weil man sie alle
belegen kann, wie man lustig ist. Und ich habe da ja so eine Vorstellung, wie ich das gerne hätte. Und die kann ich hier einfach umsetzen. Denn ich brauche sowieso nicht so viele Knöpfe. Denn ich bin normalerweise bloß die drei Dinge gewohnt, die an meinen M-Kameras dran sind. Und ja, viel mehr brauche ich nicht. Natürlich, wenn ich ein Video drehe, dann brauche ich andere Dinge. Aber das Schöne ist ja, in diesem Menü von Leica lässt sich das einfach umstellen. Und das Menü selber ist sehr schön, finde ich, ordentlich aufgeräumt. Und damit ja, kommt man sehr, sehr schnell zurecht. Ich kenne das schon von der SL2-S, da war das so ähnlich. Und das ist weiterhin gut und da kann man überhaupt nicht meckern. Akkutechnisch hat sich auch nicht viel verändert. Das sieht genauso aus wie der 4er-Akku, ist jetzt der 6er. Der hat ein bisschen mehr Milliampere, also ein bisschen mehr Kapazität. Aber das war schon alles. Das, was ich aber gut finde, ist, es gibt endlich ein Dual-Ladegerät. Das ist natürlich nicht die Kamera. Aber das Dual-Ladegerät kann man mit USB betreiben und das hilft mir unterwegs auf jeden Fall schon mal. Und ich muss nicht irgendwelche komischen Ladegeräte mitnehmen, die meistens dann irgendwann den Geist aufgeben. Jedenfalls ist das in meiner Vergangenheit ganz oft mit diesen Drittanbieter-Ladegeräten so passiert. Hat sich noch was verändert? Ja, der Einschaltknopf ist kein Schalter mehr, sondern so ein Taster. Das heißt, wenn man da drauf drückt, dann geht das Ding an und aus. Und ja, der Vorteil ist, wenn man ja, die Automatik eingestellt hat, dass es sich abschaltet, dass man den quasi nur noch mit einer Hand bedienen muss, nicht mehr mit der zweiten, um einzuschalten. Und dann weckt man den einfach wieder auf. Und dann ist das okay. Viele haben das ja bemängelt auf der linken Seite, den Einschalter. Und damit ist das Thema irgendwie auch erledigt. Ja, würde ich mal sagen. Ich werde in der nächsten Zeit die Bildqualität testen, ob die für mich okay ist. Aber die Frage brauche ich eigentlich gar nicht stellen. Der Sensor ist ja schon bekannt. Und ja, ich bin gespannt, wie die Kamera im Videobereich arbeitet, ob ich damit dann zufrieden bin. Ich hoffe das ganz stark und ich werde einige Einstellungen ausprobieren. Sie schafft 60 Bilder bei 4K, mehr benutze ich normalerweise nicht. Und ja, damit sind meine Bedürfnisse erfüllt. Und ich kann weiterhin meine ja, Leica-Objektive benutzen und das ist das, was ich wollte. Ja, also es gibt weitere Videos. Ich teste die Kamera, guck mal, was sie so ab kann. Sie ist ja auch gegen Wasser geschützt und hat eine IP- oder IP-Zertifizierung. Das haben ja die meisten Kameras nicht. Das steht zwar immer drin, die sind gegen Wasser geschützt, aber es gibt keine Zertifizierung, sodass man da ja nie auf der sicheren Seite ist. Und ich bin halt auch sehr, sehr viel draußen unterwegs. Und die Kamera kann jetzt auch mal zum Einsatz kommen, wenn ich zum Beispiel Street mache und meine Leica M wieder einpacken muss, weil es so doll plattert, dann kann ich die nehmen und mit dem 35er losziehen. Die ist ein bisschen größer, aber es funktioniert. Ich habe das ja schon mal, vorgestellt mit der SL2-S, dass das ja, in der Street-Fotografie oder auf der Straße auch fotografiert. Sie ist ein bisschen größer, sie fällt ein bisschen mehr auf, das ist der Nachteil. Dafür ja, hat sie einen Autofokus. Und das werde ich auf jeden Fall auch testen und mal gucken, wie die Bilder sind. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.